Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Ja, liebe Zuschauer, in jeder Lebensphase des Menschen gibt es so ganz andere alterstypische Ängste. Als Kind war es dann noch die Angst vor der Dunkelheit oder sogar vor dem Monster unterm Bett. Und dann im Erwachsenenalter sah es schon anders aus, finanzielle, familiäre Probleme vielleicht. Aber was uns heute interessiert ist, wovor fürchten Sie sich eigentlich am meisten im Alter? Ja, vom Alter direkt habe ich keine Angst, aber vor Krankheiten, sage ich mal. Ne? Mit zunehmendem Alter kommen natürlich auch die Krankheiten. Ne? Und davor hätte ich wohl Angst. Aber so vom Altwerden an sich habe ich keine Angst. Also ich möchte nicht ins Altersheim. Ich bin selber Altenpflegerin. Ich weiß, wie das da alles abläuft. Und ich möchte oder ich hoffe, dass meine Tochter irgendwann mal sagt, dass sie mich zu Hause pflegt oder ein betreutes Wohnen oder sowas in der Art halt. Was sind denn Ihre Bedenken bei dem Pflegeheim jetzt? Ja, dass die Pflegekräfte halt immer nachlassen. Die arbeiten nicht mehr sauber. Zählt nicht mehr der Mensch. Es zählen nur noch die Akten. Und das ist für mich nicht mehr schön. Worüber ich mir Sorgen mache, ist um die Rente. Ob das reicht für alle Menschen, was ich wirklich bezweifle. Also ja, das Schlimmste im Alter finde ich natürlich, wenn man kann natürlich viele Dinge organisieren, indem man Essen auf Rädern oder Nachbarschaftshilfe, all die Dinge kann man organisieren. Aber das Schlimmste ist halt, ja, wenn man dann im Kopf nicht mehr so ist, wie man es gerne hätte. Dann hört natürlich auch die Organisation auf und dann ist man natürlich auf ein Heim angewiesen. Und das würde mir nicht gut gefallen. Aber wenn man wirklich nur noch zu Hause sitzt, keine Möglichkeit hat mehr rauszukommen irgendwie und nicht mehr weiß, was man mit seiner Zeit anfängt, das wäre jetzt so für mich... Ja, Angst im Alter. Also haben Sie im Prinzip Angst vor Langeweile? Ja, genau. Richtig. Ja, ich habe eigentlich, von Alter habe ich sowieso keine Angst. Es ist so, wie es ist. Es kommt immer alles so, wie es ist. Halt, man wird älter. Gut, ja, vor Krankheiten halt. Da hat man so ein bisschen Respekt, wenn man jetzt manchmal älteren Leuten sieht mit Rollstuhl oder mit schweren Krankheiten. Da hat man schon ein bisschen Respekt und man hat ein bisschen Angst, sag ich mal so. Aber sonst... Es ist so, wie es ist halt, ne? Ja. Kleine Läden haben es schwer im Moment, wegen Internet und, sagen wir mal, alles, was da verkauft wird. Ich muss Miete bezahlen im Laden und da habe ich es ziemlich schwer. Also finanzielle Sorgen? Finanzielle Sorgen, dass da dann, sag ich mal, über die Rentenvorsorge, was die Regierung immer sagt, man kann das ja mal selber eben machen, hier ein paar Euro bezahlen, da ein paar Euro bezahlen, das wird ziemlich schwierig für einen Selbstständigen oder einen kleinen Unternehmer wie mich, wird es schwierig. Ja, liebe Zuschauer, ja, ganz offensichtlich waren wohl die größten Ängste finanzielle Schwierigkeiten, Krankheiten, ganz klar. Aber auch das Pflegeheim war mit dabei. Aber um jetzt mal ein bisschen die Angst zu mildern, man ist immer nur so alt, wie man sich auch fühlt.